Ja, und hallo zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, letzte Woche kam keine. Ich habe es zeitlich nicht geschafft. Ich habe auch so gut wie gar nicht gespielt letzte Woche, weil Arbeit ist momentan katastrophal, sag ich mal nur. Das ist diese Woche auch nicht wirklich viel besser, aber ich habe jetzt mal wenigstens ein bisschen Abendszeit gefunden, mal mich ein bisschen hinzusetzen, mal das letzte Update von letzter Woche mal durchzugehen, was es denn Neues gibt. Also viel ist es nicht. Also viel verpasst haben wir zum Glück nicht. Es ist neues Abenteuer mit den Soulridern. Also wie gesagt, ich habe jetzt seit anderthalb Wochen mindestens habe ich Star Stable nicht mehr angepasst. Packt Dreamlight Valley höchstens einmal am Tag eingeloggt, schnell bei Dagobert vorbeigeguckt und dann wieder raus. Wie gesagt, viel Zeit hatte ich nicht. Ich war fix und alle und momentan ist es nicht viel besser, durchs Wochenende etwas besser geworden. Ich habe gestern fast den ganzen Tag geschlafen, sage ich ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, auf Arbeit ist es nicht gerade angenehm, gerade vom Betriebsklima her, von Personalmenge her. Wir sind total unterbesetzt. Also, ja, gut. Reden wir nicht mehr drüber, weil es gibt Wichtigeres im Leben. Sich zu entspannen zum Beispiel. Und das machen wir jetzt in Star Stable. Ja, am Mittwoch kam eine neue Quest rein. Jetzt weiß ich schon nicht mal mehr. Nicht blöd? Doch, hier war doch richtig. Jetzt. So. Ach, Erissas Puppen habe ich auch noch nicht angenommen. Jalaheim. Da flitzen wir mal Jalaheim. Das werden wir mal nebenbei annehmen. Bei Sief im Ritualkreis bei der Vala. Ich glaube, das werde ich offline doch irgendwann annehmen, weil... Oh, hallo? Oder muss ich das nicht vielleicht doch annehmen? Ich glaube, ich muss das annehmen, ne? Ich muss das annehmen. Das heißt, wir gehen erstmal Richtung... was ist denn da am nächsten dran? Jetzt muss ich mal überlegen. Wo ging es nochmal rein? Hinten. Das heißt, die Farm hinten müsste das nächste dran sein. Wie hieß sie nochmal, die Farm? Sturmfarm? Ne, war das die Sturmfarm? So auf einer Karte, so eine Karte wäre manchmal echt nicht schlecht. Wo das einem angezeigt wird. Ich meine, es wäre die Sturmfarm. Nein. Das ist nicht die richtige. Wir sind... das ist... Hä? Moment, wo sind wir denn hier? Wir sind hier. Ach, bei... Ach ja, auf der anderen Seite von Epona. Ah, wie hieß die Farm nochmal? Bleib stehen, Pferd. Die hieß doch, Sandfield? Nicht. Wo ist er denn? Doof. Vergessene Felder? Vergessene Felder. Vergessene Felder. Ja, ich sah ja so oft, so wäre echt praktisch, wenn man auf eine Karte, auf die Karte klicken könnte, so wie es bei, wie man auch bei Dreamlight Valley hat. Das ist richtig praktisch. Ja, jetzt immer richtig. Boah, ich porte so selten hier hin. Da ist auch gerade, da ist auch eine der verhässlichen Puppen sind hier auch. Die kann ich noch nicht benutzen. So, gut, dann wissen wir wenigstens, wo die auch sind. Die haben ja bei einem der letzten Updates ja auch gesehen gehabt. Ich weiß, ich muss hier rechts runter. Ich nehme dich trotzdem mit. So, gehen wir mal Richtung hinten. Eigentlich wäre es cleverer gewesen, bei der Reitarena rauszugehen, weil ich glaube, das ist sogar, wäre sogar kürzer vom Weg her gewesen. Egal. Ja, wir flitzen jetzt erstmal runter. Nee, das Champi hat sich erledigt. Obwohl, ist es schon neu gestartet? Nee, müsste noch nie, dürfte noch nicht neu gestartet sein. Ich müsste mal gucken, spaßhalber, wann denn neu gestartet. Ja, wir können uns da mal gucken, was es denn nächste Woche gibt. Wo kommst du denn her, du kleines Fliegenvieh? Oder Mottenvieh? Nee. Irgendwas ist hier gerade am Bildschirm vorbeigeflattert. Ich hab's mir nicht ange... Will's gar nicht wissen, was es ist.
Eventuell wird es vom Ventilator gekillt. Warte mal, bin ich überhaupt richtig? Warte mal. Ich bin doch falsch. Oh Gott, wo ging es denn nochmal rein? Nicht doof? Wo ging es denn nochmal rein? Bin ich nicht. Warte mal, wir sind doch. Ist die Witwe? Es war doch hinter der Witwe, wo man rein musste. Nicht doof? Noch so eine Puppe. Hä? Bin ich jetzt total döselig? Sind noch mehr von den Figuren, die sind ja hier überall. Ja, bin total döselig. Ah ne, hier. Hier kommt man ja rein. Ah, siehst du, da sind wir noch drin. So, wo ist sie? Da oben. Da. Müssten wir eigentlich. Also wenn man so selten hier in diesen Ecken drin ist, dann vergisst man gerne die Wege. So, jetzt müssten wir eigentlich richtig sein. Ja, hier sind wir richtig. Wo ist sie denn? Da ist sie ja. Boah, ist der Punkt aber sehr weit nebendran. Also, das ist ja so was von nebendran. So, hallo Steve. Da bist du wieder? Willst du noch mehr Unheil bei mir anrichten? Nö. Teufelslos, kein Spielplatz. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn ihr und eure dunklen Gegenstücke das einsehen würdet. Wo warst du? Ich war unten bei meinen Schwestern. Wir haben abgewartet und beobachtet. Die Nachtreiter haben den Chaos-Vortex mit ihren Mätzchen unwesentlich stabilisiert. Er wird immer eine Bedrohung bleiben, aber in diesem Moment geht keine unmittelbare Gefahr von ihm aus. Oh, cool. Es gibt jedoch andere üble Dinge in diesem Reich. Die Puppen. Du hast sie auch gesehen. Diese böse Täuscherin Arissa hat sie gemacht. Bringen sie mir, dann kann ich ihre Chaos-Magie Einhalt gebieten. Okay, und was bringt das? Lass dich nicht täuschen, Adelaide. Alles wirkt ruhig, wenn du dich im Auge des Sturms befindest. Bleib bei deinen Freundinnen, denn das Schlimmste steht euch noch bevor. Okay. Also jetzt können wir diese Puppen auch fangen. Ich weiß ja nicht, was die überhaupt bringen. So, dann haben wir das aber auch wenigstens abgehakt. Dann ist das wenigstens hier nicht mehr als Quest angezeigt und wir können die in Jarlaheim mit Alex annehmen. Naja, obwohl, nee, bringen tun die an gar nichts. Wir können sie fangen, aber das war's auch schon. Wenn sie hier denn wären. Muss er abgauen. Na, sind sie abgauen, die feigen Socken? Ja, sie sind weg. Sie sind tatsächlich weg. Ja, okay, Update nächste Woche wird es wohl ein Stall-Update geben. Da bin ich mal selber gespannt. Da gibt es so ein kleines Hin und Her. Ich habe schon wieder irgendwie mitgekriegt, dass es kleiner sein sollte, als es gedacht ist. Ich warte mal ab, was Star Stable wirklich nächste Woche rausbringt. Ich sag mal so, solange es stabil ist, ist es mir egal, wie groß es ist. Wenn es halt in kleinen Schüben kommt, aber stabil läuft, ist es viel wichtiger. Weil beim Stall-Update kann so viel schief laufen, dass man zum Beispiel auf die Pferde nicht zugreifen kann, dass Pferde verschwinden oder gar nicht in den Stall reinkommen kann. Also das ist mir dann wesentlich lieber, wenn das wirklich Stück für Stück in kleinen Schritten gemacht wird und es aber läuft. So, jetzt sind sie tatsächlich alle weg. Krass. Jetzt sind die Puppen alle weg. Lol. Gut.
Aber wir werden uns jetzt nach Jarlaheim auch porten, weil da habe ich jetzt keinen Bock zu. So, dann gehen wir zur... Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo sie ist, aber eigentlich müsste... Sunfields eigentlich reichen, oder? Sunfield? Doch, die müsste reichen, die ist nah genug dran, glaube ich. Obwohl, nee, die ist oben. Oh, ich hätte die andere Farm nehmen müssen. Die andere. Naja gut, ist auf jeden Fall näher, als wenn wir jetzt von hier aus reiten würden. Nee, doch, passt. So, wo ist Alex? Alex. Boah, ich hätte doch da hinten nehmen sollen, ich Trottel. Die ist in der Stadt. Okay, dann reiten wir mal in die Stadt. Oder? Nee, die ist vor der Stadt. So, das ist ja jetzt die Quest, die uns eigentlich... Warte mal, die ist oben. Die ist oben. Die uns eigentlich weiterbringen soll mit dem Druidentraining. Jetzt bin ich mal selber mal gespannt. Die ist noch weiter oben. Okay, da gehen wir jetzt gleich hin. Wir gehen jetzt erstmal hier... So. Ja, ist mir egal. Habe ich jetzt keinen Nerv zu. Sag ich ganz ehrlich. Also muss ich aber erst mal gucken, wann das nächste ist, wenn man da in die Nähe kommen muss. Denn Alex? Da ist er doch. Hey Alex! Wenn du auf die 40 steigst, aber versuch es noch einmal. Ja, toll. Wir müssen bei Linda rein wahrscheinlich. Nee! Oh, was? Ah, du bist hier? Wir dachten, du wärst tot. Wie bitte, was? Okay, toll. Notfalltreffen zur Suchtrupp-Organisation abgesagt. Komm, dann halten wir in das Zimmer ein anderes Notfalltreffen ab. Das hat mich jetzt gerade so erinnert an Louis de Finet. Seht mal, wen ich gefunden habe. Adelaide. Adelaide Aiden sei Dank, dir geht es gut. Alex hat uns erzählt, was passiert ist. Die vierte Nachtreiterin Arissa ist also angekommen. Oder zurückgekommen. Und Adelaide war so mutig, ihr hinterher zu reiten. Das Chaos hat die arme Maya voll erwischt. Sie wird doch wieder. Das hoffe ich. Sie ist nicht verletzt, nur sehr erschüttert. Thomas hat darauf bestanden, dass sie sich so lange freinimmt, bis sie sich wieder erholt hat. Die erholt sich doch. Die nimmt sich doch so viel frei. Düster als jetzt kann die Lage ja wohl nicht werden. Was soll ich sagen? Doch, kann sie. Darko ist wieder da. Nein! Ich werde diese stachelige Ratte ein für alle Mal auslöschen. Nicht, wenn ich ihn zuerst in die Finger kriege, meine blitzende Freundin. Warte mal, ich will auch im Wettkampf, wer Darko ausschaltet, ja nicht jetzt nicht verurteilen oder so. Aber wir sollten da überlegt daran gehen. Linda, Stimme der Vernunft! Die Nachtreiter haben jetzt alles, was sie brauchen, um die umgekehrte Lichtzeremonie durchzuführen und Garner zu befreien. Du hast recht. Damit ist nur eine Frage der Zeit, bis sie genau das tun. Das heißt, wir müssen die Offensive gehen. Uns ausstatten, trainieren und auf den Kampf vorbereiten. Yo, Training! Ich sehe das wie Alex. Avalon und Evergrey sind noch dabei, die fehlenden Teile des Buchs der Lichtzeremonien einzusammeln. Bis sie alle haben, können wir die Lichtzeremonie nicht durchführen. Und Fripp kann uns auch nicht helfen. Der ist zu beschäftigt damit, durch die Realitäten zu reisen oder sowas. Lichtzeremonie. wenn ich überlege, in meinen Geschichten habe ich was Ähnliches. Im Endeffekt nennt sich die Donnerwelle. Da es funktioniert, na, ist ein bisschen heftiger als die Lichtzeremonie. Die würde Garnok nicht zurücktreiben, die würde ihn einfach auslöschen. Hey, nicht so negativ. Es gibt doch auch etwas Positives. Sonnenschein. Wir haben einander. Oh, Alex? Ja, ich weiß. Wir strengen uns einfach schon so lange an und erreichen nichts. Das mag so wirken, ja. Aber weißt du noch, als wir alle in Doyle's Abbey standen, während Elizabeth, du weißt schon, Fripp war verletzt, Concord noch so klein. Es hat sich angefühlt, als läge das Ende in unendlich weiter Ferne. Aber sieh uns jetzt an. Wir sind zusammen so weit gekommen. Ich wünsche Elizabeth hier, um uns anzuführen. Ich weiß.
Wenn das hier wirklich das Ende sein sollte, werden wir sie stolz machen. Mit dem Messer zwischen den Zähnen untergehen! Nee, das hat sie. Das hat sie jetzt nicht gesagt. Und für das Kämpfen was Richtiges. Aber könnte man so sagen? Ich hätte das jetzt, glaube ich, dazwischen gerufen. Für die Gerechtigkeit. Für Aidens Vermächtnis. Für die, die wir verloren haben. Elizabeth? Für die Rache. Ah, Rache ist ein zweischneidiges Schwert. Das sollten wir lieber außen vor lassen. Was soll ich sagen? Hoffnung. Hoffnung ist wichtig. Für die Hoffnung. Für die Hoffnung. Oh, coole Musik. Also ich muss jetzt ehrlich gerade sagen, wir saßen da jetzt sehr mit dem Bein eingeknickt. Also mit den Stiefeln stelle ich mir das dann doch ein bisschen... Ja. So, gucken wir mal. Soul Rider, bewegt euch. Adelaide, wir beide treffen uns an der Druidenkoppel, um zu trainieren. Welcher Druidenkoppel? Sag jetzt bitte nicht die Inwälder. Ah, ich finde Lindas Zimmer immer noch so cool. Ich will die Plüschis in echt haben, Star Stable. Mach die Plüschis bitte in echt. Alle 6 Stück da oben. Alle 6 Stück. Ihr würdet die so gut verkaufen können. Warte mal, nee, da fehlt doch noch. Warte mal, da fehlt. Nee, das ist nicht alles. Da fehlen doch noch einige. Starschein ist zum Beispiel nicht dabei. Warte mal, der war doch hier, glaube ich, auch irgendwo anders. Ah, hier, hier. Da ist noch einer. Wo ist Starschein? Starschein? Nee, Starschein haben wir nicht. Ja, sagen wir mal so, die Plüschis, die hier überall rumfliegen von Star Stable, die hier als Satteltierchen schon überall existieren. Warum die nicht gemacht werden von Star Stable über eine externe Firma? Einfach nur sagen, hier, ihr produziert für uns, wir kriegen unseren Obolus, aber wir riskieren nichts. Wenn genug Leute nachfragen, produziert ihr. Nein. So clever ist Star Stable leider nicht. Ich hab's doch gewusst im Valdale. Okay, wir porten uns einmal zurück. Oder ist hier ein Anhänger in der Nähe? Nee. Wir porten Kaffee nach Jala. Nach Morland zurück und gehen da in den Anhänger. Ich werde es nicht verstehen, warum Star Stable nicht sowas macht. Nee, dann geht mal auf eine Kerze. Die nach allem Möglichen aus dem Stall riecht. Valdale Village. Ja. Ach, ich hätte die grünen Koppel, die gibt es ja auch. Oh. Momentan gibt es auch Doppel-Star-Coins, sehe ich gerade. Ach, endet heute. Okay, hat sich erledigt. Das Video kommt ja jetzt am Dienstag raus, also am 6. Da ist es schon vorbei mit den Doppel-Star-Coins. Aber ich denke mal, es dürften alle mitbekommen haben. So, dann nehmen wir das jetzt noch schnell mit hier, wenn ich schon hier unterwegs bin. Die ganzen mich so anlächeln. Ich weiß, ich könnte da auch hochreiten, aber ich würde gerne die ganzen Haufen hier mitnehmen. Wegen den Taschen. Weil die Chance, dass hier eine Tasche drin ist, ist doch relativ. Und vor allem kriegen wir dadurch Level. Könntest du bitte das hier nehmen? Danke. So, hier unten war da noch einer. Den habe ich genau gesehen. Und dann können wir hoch. Da habe ich nicht gesagt. Muss ja Bella die ganzen Teile, die ganzen, die, ich vergesse mal den Namen. Das Gartenpulver wegnehmen. Ja, mit Bella und Kitty habe ich in der letzten Zeit auch nicht auf die TS gewesen. Hier, wie gesagt, ich war die letzten Tage völlig down. Bin froh, dass ich mich jetzt so langsam wieder ein bisschen erholt habe. Es ist krass. Ich war vor 2 Wochen im Urlaub. Und es ist komplett vergessen. Aber sowas von komplett. Und es ist echt schade, sowas. So langsam bin ich echt am Überlegen, ob es nicht wieder für Zeit für einen Jobwechsel wäre. Aber da gucke ich nochmal bis Ende des Jahres. Ich will da jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen. So, ich habe mir da was überlegt. Nachdem wir diesen Puppen begegnet sind, willst du es sehen? Ja, zeig mal. Tada! Ach du meine Güte. Was ist das dann? Sollen das die Puppen sein? Alex, du hattest schon immer ein Händchen fürs Schöpferische. Sarkasmus. Was soll ich sagen?
Was genau soll das? Warte, lass mich erklären. In letzter Zeit wollte ich mich an einer neuen magischen, an einer neuen Kraft versuchen. Ich habe in einem Buch aus Fort Maria, das Beatrix für mich aufgedrängt, das Beatrix mir aufgedrängt hat, davon gelesen. Ich nenne es Sturmruf. Ist im Prinzip ein extrem aufgeladener Blitz, der unsere Feinde vernichtet. Oh Gott. Und woran könnte man besser ausprobieren als an diesen freakigen Puppen? Hallo, Maya, was machst du denn hier? Mom. Du hältst dich von jedem Ärger fern, ja, Cloudmühl? Mama. Maya? Bevor du jetzt denkst, ich müsste gesund gepflegt werden, mir geht's gut, nur ein paar Schrammen und blaue Flecken. Ich bin ehrlich gesagt hier, um mit euch abzuhängen. Passt das gerade? Kommt drauf an, hat das nette Mädchen Leckerlis dabei? Winky, ich habe ein Zuckerstück für dich, mein Junge. Ey, knirsch, knirsch, sag ihr, sie kann so lange bleiben, wie sie will. Mama. Es passt immer, Adelaide. Es passt immer. Elaine und ich wollten gerade unsere Blitzkräfte trainieren. Ich habe diese Kartoffelsack-Doubles von Erissas Puppen gemacht, um sie umzublitzen. Wow, die sind gruselig. Ich höre, spüre das Bedürfnis, einen mit meiner Heugabel zu durchbohren. Heugabelweitwurf. Maya, ich bin dabei. Seufzt. Ist was? Ich fühle mich schlecht. Ich habe euch beide zu Erissa geführt. Wenn ich nicht so naiv wäre, wäre das alles nicht passiert. Ja, gut, Maya, du konntest es ja nicht wissen. Nein, ich bin schuld, dass du verletzt wurdest. Ich hätte spüren müssen, dass da was nicht stimmt. Oh, Alex, du hast schon immer die Beschützerrolle übernommen und versucht, die Gefahr abzuwenden, noch ehe sie da ist. Sie hat recht, du beschützt deine Brüder, Maya, die Soul Rider, sogar mich. Du hast dir ja da eine schwere Last aufgebürdet, meine Liebe. Du kannst nicht kontrollieren, wo der Blitz einschlägt. Du musst einfach loslassen und darauf vertrauen, dass du die Dinge hinbekommst, wenn es soweit ist. Oh, Maya, tiefgründig. Danke. Es tut so gut, das zu hören. Okay, fangen wir mit dem Training an. Okay. Bereit? Ist ganz einfach. Schleudere einfach jede Menge Sturmrufe auf die Puppen. Wenn du mir sagst, wo die Puppen sind. Wo sind die denn? Ach, da hinten. Und jetzt? Bim, 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 bim. Okay. Brutzel, brutzel. Jetzt brennt der Sack. Hat jemand einen Feuerlöscher? Perfekt. Und jetzt? Level up. Bereit, was umzublitzen? Okay, jetzt haben wir hier eine tägliche Aufgabe. 200 fürs Pferd. Eine neue tägliche Aufgabe für den Blitzkreis. Ich bin viel zu nah dran, aber egal. Das war's. Oder? War's das? Ach, hier sind noch mehr. Ah, ich muss mehrere jetzt umblitzen. Okay, dann ist da drüben noch eine. Brutzel, brutzel. Hey Alex, kann ich meinen Sturmwind nennen? Kann ich meinen Sturmwind nennen? Sturmruf? Finde ich viel schöner. Das ist der Sohn von Flicker. Wer es nicht kennt, die Bücherreihe von Flicker. Sehr schöne Bücher, kann ich nur sagen. Sehr schöne. Die Filme, ja, der alte, ganz alte, ja, die neueren. Gab es nicht eine neue? Es gab doch eine neue Verfilmung, oder? Verwechsel ich das wieder? Flicker. Normalerweise, ja, tatsächlich von 2006 und 2010 und 2012 und zweit was Flicker 4 kommt auch. Also, sage ich mal so, die Neuverfilmungen sind nicht so pralle, wie ich sie finde. Es gibt ein älteres, das ist viel, viel älter. Die Bücher sind ja auch viel älter. Die Bücher sind, meine ich ja, hier aus dem Jahr 1943. Also, beziehungsweise der Spielfilm ist von 1943. Den finde ich wesentlich besser. Die Bücher. Wann kamen denn die Bücher von Mary Harrah? Wann kamen die denn hier? Oh, die ist neun. Wow!
Das habe ich ja noch nie geguckt. Die ist 1980 in meinem Geburtsjahr gestorben. Krass. 1941 kam das erste Buch. Mein Freund Flicker. Danach kam dann Sturmin, Flickers Sohn. Und Grünes Gras in Wyoming, also der Weide. Grünes Gras der Weide. Wirklich tolle, tolle, tolle Bücher. Kann ich nur empfehlen. Sind zwar schon eine Ecke alt, aber genauso wie Black Beauty und wie Black Beauty? Ja, wie Black Beauty kann ich nur empfehlen als Buch. Wirklich tolle Bücher. Könnt ihr eigentlich mal wieder lesen? Ich hab's hier alle. Ach Gott, wenn ich mal irgendwann mal über die Wupper gehe, die Bücherei, die meine Bücher bekommt, die wird sich freuen, muss aber in der Pferdestadt sein, definitiv. Nice, wir sehen uns bald wieder, ja. Ja, also wir bekommen hier 200 EP fürs Pferd, 100 Schillinge. Ist dann täglich. Muss mal gucken. Außerdem kannst du Erissas Puppen umblitzen. Also wir können jetzt die Puppen von Erissa umblitzen und das war's eigentlich. Okay, je mehr du spielst, desto spannendere Versionen der Quests schaltest du frei. Okay, das heißt, wir kriegen noch mal irgendwann etwas bessere Versionen. Also das heißt, wir müssen hier fleißig mit Alex. Ich bin leider, wie gesagt, eine Woche fast hinterher. Ich hatte wirklich nicht die Zeit, jetzt aufzunehmen, aber das habe ich jetzt nachgeholt. Das werde ich jetzt auch gleich schneiden und dann heute Nacht hochladen, dass es morgen früh zur Verfügung steht. Ja, da bin ich mal gespannt auf übermorgen. Da ist ja schon das Stall-Update und dann wird auch der neue Roadmap wahrscheinlich dann hochgeladen. Die ist jetzt zu meinem Zeitpunkt um 22:42 Uhr, 23 Uhr fast, noch nicht verfügbar. Die wird entweder morgen oder übermorgen aktiviert werden oder vielleicht auch am Donnerstag. Werden wir mal sehen. Also, da würde ich sagen, war es das für die Folge und wir sehen das. Ah! Vergessen. Ach, jetzt habe ich kein Bild gemacht. Na, mache ich gleich. Mache ich gleich. Mache ich jetzt keinen Bock, keinen Kopf drum. Ich wollte jetzt noch gucken, wie lange das noch dauert. Müsste aber jetzt eigentlich enden. Die nächsten Tage. Bin mal gespannt, wie weit Bella gekommen ist. Ich weiß, Kitty hat es nicht gemacht. Ach, die Saison ist vorbei. Okay, Saison ist vorbei. Muss alles durch sein. Also bin ich mal gespannt auf die nächste Saison. Ja, gut. Dann würde ich aber jetzt sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Spätestens übermorgen, wenn es wieder heißt Star Stable. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.